Hochverehrte Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, das ist nun heute das vorläufige Ende eines relativ unwürdigen Schnellverfahrens bei diesem Gesetz. Es geht neben relativ unstreitigen Bereichen im SGB III zur Verlängerung beispielsweise der Maßnahmen für assistierte Ausbildung oder im Bereich der Gerüstbauer um nichts weniger als um den Zugang beispielsweise sehbehinderter Menschen, Menschen mit motorischen, kognitiven Störungen im Bereich von Websites, im Bereich digitaler Infrastruktur und damit um nichts anderes als ihren Zugang in die Welt von heute und morgen. Und die Regierung, Herr Dr. Wartke, hat an dieser Stelle bei Menschen mit Behinderungen viel Vertrauen verspielt. Die Richtlinie ist nicht plötzlich vom Himmel gefallen. Das Umsetzungsdatum ist seit 2016 bekannt. Und dann ist es schon eine Zumutung, wenn die Verbände und die Sachverständigen für die Anhörung am Montag dieser Woche, auf die Sie hingewiesen haben, eine Woche Zeit haben für ihre Stellungnahmen. Und heute machen wir weiter, indem wir in diesem Verfahren nach vor 8 Tagen erster Befassung im Ausschuss, bei der wir nicht einmal Zeit hatten zu beraten, der Anhörung am Montag dieser Woche und der abschließenden Beratung im Ausschuss gestern, das Verfahren in zweiter und dritter Lesung zu beenden. Alles das, was die gemeinsamen Lehren gewesen sind aus der großen Partizipation, der Beteiligung der Verbände, der Angehörigen, der Betroffenen im Bereich des Bundesteilhabegesetzes in der vergangenen Wahlperiode, ist hier missachtet worden. Und das macht einen großen Schaden bei den Betroffenen, ihren Angehörigen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es verwundert auch nicht, dass dann im Ergebnis auch relativ wenig rauskommt. Der zunächst, Frau Staatssekretärin, vorgelegte Entwurf der Regierung war insgesamt untauglich. Das ist ja durch die Änderungsanträge, die auch von den regierungstragenden Fraktionen jetzt vorgebracht worden sind, deutlich geworden. Und ich will, damit ich das nicht alleine machen muss, die Sachverständige Frau Dr. Anade zitieren, die das Gesetz bewertet mit: Dieses Gesetz ist kleinmütig und rückwärtsgewandt. Ohne Not wird hier eine Zweiklassendigitalisierung realisiert. Ganze Bevölkerungsgruppen würden erst einmal von der Teilnahme am digitalen Fortschritt ausgeschlossen. Das ist die Bewertung noch nach den Änderungsanträgen. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, der große Wurf im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der Barrierefreiheit, das ist die gleiche Meinung, die ich auch habe, Frau Kollegin Tack, ist das nicht. Ja, an dieser Stelle durchaus. Wäre der Regierungsentwurf angenommen worden, auch das kann man nicht vermeiden zu betonen, hätte es nicht nur keine Verbesserungen, es hätte Verschlechterungen gegeben. Beispielsweise waren im Regierungsentwurf die grafischen Programmoberflächen überhaupt nicht benannt. Und es hätte bei der Ausnahmetatbestandsregelung, sich eben nicht barrierefrei im Netz als öffentliche Stelle zu präsentieren, weitestgehende Ausnahmetatbestände gegeben, ohne große Begründungspflicht. Er war deswegen nicht zustimmungspflichtig und deswegen gab es nach der Anhörung auch gemeinschaftliche Änderungsanträge. Und in der Sache sind auch die 6 Änderungsanträge, die die Freien Demokraten dazu eingebracht haben, durchgekommen. Und deswegen haben wir heute einen Entwurf, der zustimmungsfähig ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will noch einmal darauf hinweisen, beispielsweise bei Elster, bei der Personalausweis-App, bei der elektronischen Gesundheitskarte wäre der Wegfall der grafischen Programmoberflächen zu einer Katastrophe geraten. Bei der Einbeziehung der bundeseigenen Unternehmen hat Frau Staatssekretärin Griese zu unserer Freude die Bundesregierung, das BMAS, ihre 6 Wochen alte Auffassung, die Deutsche Bahn AG sei nicht umfasst, noch geändert, sodass wir an dieser Stelle jetzt auch einer Auffassung sind. Und damit bleiben einige Wünsche offen, Begründungspflicht beispielsweise für Befreiungstatbestände, die barrierefreien Informationen, die nicht zur Verfügung stehen, auf anderem Wege zur Verfügung stellen, auch insbesondere einen stärkeren Blick auf barrierefreie Arbeitsplätze bei den öffentlichen Stellen. Aber im Ergebnis werden die Freien Demokraten heute trotzdem zustimmen. Wir erkennen die positiven Aspekte, insbesondere im Bereich des SGB IIIs, bei der assistierten Ausbildung, bei den Gerüstbauern. Und wir nehmen, geschätzter Kollege Oellers, geschätzter Kollege Bartke, Ihre Aussagen ernst, dass Sie die Wirkung dieses Gesetzes deutlich mit beobachten und gegebenenfalls nachsteuern werden. Wir wünschen uns sehr, ich komme zum Ende, Frau Präsidentin, dass wir beim kommenden Verfahren auch die Befindlichkeiten und die Wünsche der Betroffenen, ihrer Angehörigen und der Verbände wieder ernst nehmen können. Dann sind wir gemeinsam auf einem guten Weg. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Jens Beek. Nächster Redner, Sören Pellmann für die Fraktion Die Linke.